Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 56. Das ist der Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Drucksache 205271, Versäumnis der Landesregierung, der Setzpunkt der Freien Demokraten. Wie ist die Vereinbarung? Wer beginnt? Kollege Pürsün beginnt. Bitte schön, Herr Kollege. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Heute tagte passend zu unserem Setzpunkt das Corona-Kabinett. Das zeigt, wie aktuell und ernst das Thema ist. Alle Maßnahmen, Abwägungen und Informationen müssen im Parlament öffentlich debattiert werden. Dem dient unser Setzpunkt. Diese Landesregierung hat die Bürgerinnen und Bürger über die letzten Monate sehr enttäuscht, immer und immer wieder. In Hessen sind seit Ausbruch der Pandemie 6.000 Menschen an oder mit Corona verstorben. Mehr als die Hälfte der Todesfälle waren Bewohnerinnen und Bewohner aus Alten- oder Pflegeeinrichtungen. Mehr als die Hälfte aller Todesfälle. Dabei lebt nur 1% der Hessen in einem Alten- oder Pflegeheim. Es gab nicht ausreichend Tests, Schutzmaterial und Personal. Das Thema Corona-Test ist eine Aneinanderreihung von Misserfolgen dieser Landesregierung. Wie kann es sein, dass ein Jahr nach Beginn der Pandemie noch immer keine Möglichkeit seitens des Landes geschaffen wurde, dass in Einrichtungen der Jugendhilfe beispielsweise regelmäßig und anlasslos getestet wird? Ebenso in der ambulanten Pflege, den Behinderteneinrichtungen, den Kinderheimen, den Frauenhäusern. Was sagen Sie einem Kind im Kinderheim, das sich wünscht, nicht mehr zu leben, weil es seit Monaten nicht mehr in den Arm genommen wurde, weil es seit Monaten keine sozialen Kontakte hat? Ist Ihnen bewusst, dass Kinder, die in Heimen leben, im Grunde den ganzen Tag Maske tragen und auch nur von maskentragenden Personen betreut werden? Hat ein Kind in einem solchen Heim Halskratzen, wird der Test für alle anderen aus der eigenen Tasche bezahlt. Dort sind nämlich keine anlasslosen, kostenlosen Tests vorgesehen. Diese Einrichtungen müssen doch vergessen worden sein. Anders lässt sich nicht erklären, dass das dort tätige Personal nicht schon geimpft ist oder wenigstens Tests erhält. Kinder und Jugendliche leiden nach wie vor massiv unter den Beschränkungen. Staatsminister Lorz stellte zunächst Normalität für die Schüler nach den Osterferien in Aussicht. Aber Kinder und Jugendliche sind nicht nur Schüler. Es sind in erster Linie eben Kinder und Jugendliche. Sie brauchen ihre Hobbys, Sportangebote, Jugendfreizeiten. Auch hier haben wir früh gefordert, Testangebote auszuweiten, Freizeitgestaltungsmöglichkeiten zuzulassen, soziale Kontakte für Kinder und Jugendliche zu ermöglichen. Unternommen hat diese Landesregierung leider nichts. Mich erreichte neulich die Frage aus der Jugendverbandsarbeit, warum beispielsweise Pfadfindergruppen nicht durch die Natur ziehen, aber Sport auf dem Sportplatz betreiben dürften. Können Sie das ernsthaft erklären? Ich möchte einen Satz aus einer dpa-Meldung vom 7. Februar 2021 zitieren. Dem Hessischen Sozialministerium zufolge scheinen schon jetzt erste Studien ein Bild, das bei Kindern und Jugendlichen Anzeichen für Zukunftsängste, psychische Auffälligkeiten wie Hyperaktivität, emotionale Schwierigkeiten oder Verhaltensprobleme zeigt. Was sagt uns das? Was wir schon seit Monaten anmahnen, ist nun endlich zum Sozialminister vorgedrungen. Aber warum passiert dann nichts? Es gab Hoffnung auf Besserung durch den Impfstoff. Aber auch hier eine Enttäuschung nach der nächsten. Die Bürger fragen sich, warum wird nicht geimpft? Wo bleiben die Termine oder der Ausblick? Die Briefe, E-Mails, Informationen, die aktuell herausgehen an die Bürgerinnen und Bürger, verwirren und verärgern die Menschen im Lande. Es ist längst überfällig, aus den Startlöchern zu kommen. Und da reicht es eben nicht, achselzuckend nach Berlin oder Brüssel zu schielen. Der österreichische Ministerpräsident ist nach Israel geflogen und verfolgt den Best-Practice-Ansatz. Ich sage nicht, dass Sie morgen in den nächsten Flieger nach Moskau steigen sollen und mit einer Maschine voller Sputnik heimkehren sollen.
Wobei, Herr Ministerpräsident, wenn Sie den Gesundheitsminister vielleicht auf diese Reise schicken, vielleicht auch noch den Wirtschaftsminister mit, dann fahren beide vielleicht mit dem Fahrrad und dann klappt es besser mit der Pandemiebekämpfung. Aber mal im Ernst, Sie sind alle Staatsminister. Sie sind Teil der Ministerpräsidentenkonferenz. Sie sind Teil der Gesundheitsministerkonferenz. Zeigen Sie Haltung und übernehmen Sie Verantwortung für Hessen. Lassen Sie doch endlich die Hausärzte impfen. Jetzt sofort. Kollege Boddenberg hat reagiert, dann will ich es noch einmal wiederholen. Scheint ja Wirkung zu zeigen. Lassen Sie doch endlich die Hausärzte impfen. Jetzt sofort und sorgen Sie für Impfstoff. Naja, also vielleicht wird es ja doch Sinn machen, dass Sie mal nach Israel reisen oder nach Moskau. Also bei den Impfzahlen, die es da gibt, im Vergleich zu dem in Hessen, vielleicht wird es auch reichen, wenn Sie mal ein anderes Bundesland fahren, weil so wenig wie in Hessen wird ja nirgends geimpft, weder in Deutschland noch in der ganzen Welt. Also statt sich hier so aufzuregen, sollten Sie einfach eine bessere Politik machen, ganz einfach. Und Herr Boddenberg, wenn Sie etwas sagen wollen, melden Sie sich zu Wort. Also, die Haus- und Fachärzte werden immer noch nicht flächendeckend eingesetzt. Es gibt z.B. auch Bundesländer, die damit angefangen haben, Hessen nicht. Wir fordern das seit November. Die Haus- und Fachärzte sind es, die tagtäglich vor Ort die Fragen der Patienten beantworten müssen. Das Pilotprojekt, bei dem jetzt einmal eine Makrodosis für Hausärzte verabreicht werden kann, ist ein Gag, statt einem echten Schritt in die richtige Richtung. Es muss endlich vorangehen. Wir haben früh darauf hingewiesen, dass vor allem die Hausärzte auch Impfskeptiker überzeugen können. Fundierte Aufklärung und vertrauensvolle Gespräche mit den Patienten sind wichtig. Rüsten Sie digital auf. Weniger Papier, mehr Tempo. Nutzen Sie Apps zur Nachverfolgung. Nutzen Sie die zur Verfügung stehenden Daten zur Clustererfassung. Nee, davon wird gerade überhaupt nichts gemacht. Haben wir gestern auch im SIA gehört. Da wird die ECOM 21 verwendet, zwei Monate irgendwelche Excel-Tabellen zu erstellen, um den Impfzentren dann zur Verfügung zu stellen. Unfassbar. Herr Ministerpräsident, ich weiß gar nicht, ob der Gesundheitsminister Ihnen das alles sagt. Also das gestern auch. Er hat versucht zu erklären, wie das jetzt mit den Jahrgängen ist, die auf ihre Impfung warten. Auch da kriegen wir sehr viele Beschwerden aus der Bevölkerung. Gestern und heute sind da E-Mails rausgegangen. Kein Mensch versteht, wie das abläuft. Nein, ach, komm du doch hierher und erklärst doch mal. Du warst doch dabei, das war doch gestern Realsatire. Also es wäre eigentlich was für die Heute-Show. Also es wäre, sollten wir das Wortprotokoll sich anschauen. Ja. Also wenn der Markus Bock das meint, das verstanden zu haben, dann soll er es machen. Also testen Sie. Oft und überall am besten. Hier lohnt sich mal ein Blick zu den Kollegen nach Tübingen. Seien Sie mutig, es geht um das Wohl der Hessinnen und Hessen, jung und alt. Da darf es bitte keine Denkverbote geben. Wir haben seit Beginn der Pandemie konstruktive Vorschläge gemacht und bessere Lösungswege aufgezeigt. Die Eitelkeit dieser Landesregierung hat sie aber ganz besonnen ihren Irrweg weitergehen lassen. Hessen bleibt besonnen. Wir finden Hessen enttäuscht. Deshalb müssen Sie jetzt in die Gänge kommen. Wir müssen vor das Virus kommen. Wir müssen schneller sein. Wir müssen erfolgreicher sein. Wir brauchen klare und schnelle Kommunikation. Wir müssen den Bürgern Perspektiven aufzeigen und den Menschen in den Vordergrund rücken. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Landesregierung, wir hoffen, Sie nehmen das ernst. Wir hoffen, Sie räumen alle Denkverbote aus dem Weg. Wir hoffen, Sie zeigen Haltung und Verantwortung. Denn das ist es, was die Hessinnen und Hessen jetzt brauchen und verdient haben. Vielen Dank, Herr Abg. Pürsün. Als nächstes hat der Ministerpräsident das Wort. Danke schön.
Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren! Das Corona-Kabinett hat heute getagt, und ich halte es für richtig, dass das Landesparlament, also Sie, meine Damen und Herren, über die Ergebnisse unserer Beratungen unmittelbar zu unterrichten. Ich hatte Sie in meiner Regierungserklärung am Dienstag darauf hingewiesen, dass wir natürlich reagieren werden, wenn die Landesinzidenz bei über 100 liegen würde. Genau das haben wir gemacht. Und deshalb haben wir die Situation betrachtet. Wir haben zurzeit 8 Kreise, die über 100 liegen. Wir haben eine Inzidenzbreite, wenn Sie so wollen, unten von 45 Inzidenzen bis im Höchstfall 170 in der Stadt Offenbach. Also eine sehr unterschiedliche Situation, aber in der Summe über 100. Wir haben eine dynamische Entwicklung, und die dritte Welle ist da. Und daraus folgt aus unserer Sicht, die erste Aufgabe muss sein, diese dritte Welle, soweit es irgend geht, so flach wie möglich zu halten, damit es nicht immer schwieriger wird, die Folgen dieser Inzidenzen anschließend in den Griff zu kriegen. Und daraus folgt, es ist jetzt nicht die Zeit für weitere Öffnungsschritte. Das glauben wir nicht verantworten zu können. Ich habe Ihnen ja am Dienstag vorgetragen, Vorsicht, Vertrauen und Verantwortung. Und diese Verantwortung nehmen wir wahr. Und das bedeutet nun konkret in einigen Bereichen Folgendes. Nach der letzten Ministerpräsidentenkonferenz haben viele Länder, auch wir, beschlossen, dass wir auch den Schülerinnen und Schülern ab der Klasse 7 die Möglichkeit geben wollen, wieder einmal die Schule von innen zu sehen, aus all den Gründen, die Sie kennen. Einstieg in den Wechselunterricht, Präsenztage, darum ging es. Und dies war auch aus meiner Sicht heute nach wie vor richtig. Wir haben damals hinzugefügt, wenn das pandemische Geschehen es erlaubt. Der Kultusminister hat in seinem Schreiben an die Eltern, aber auch an die Schulen, wörtlich Folgendes seinerzeit geschrieben. Bei dem für die Jahrgangsstufen ab Klasse 7 angedachten Öffnungsschritt vor den Osterferien kann daher nicht sicher ausgeschlossen werden, dass die bisher geltenden Regelungen angesichts des Infektionsgeschehens weiter Bestand haben müssen und der für den 22. März geplante Einstieg in den Wechselunterricht für diese Jahrgangsstufen kurzfristig vertagt werden muss. Ende des Zitats. Wir haben also schon damals darauf hingewiesen, wie die Bedingungen sind, wie wir vorgehen. Und in einer pandemischen Lage, in der kaum etwas sicher zu prognostizieren ist, ist das genau die praktische Umsetzung, wenn wir sagen Vorsicht, Vertrauen und Verantwortung. Und deshalb haben wir heute beschlossen, dass wir diesen Einstieg in den Wechselunterricht und auch den entsprechenden Präsenztagen nicht vornehmen. Und das heißt im Klartext, dass die weiterführenden Klassen an den Schulen im Distanzunterricht bleiben. Für die übrigen Schulen bleibt es jetzt, wie es ist. Es bleibt auch dabei, dass wir nach wie vor an unseren Planungen festhalten, die der Kultusminister ja mehrfach vorgestellt hat, die auch allgemein bekannt sind, wie wir nach den Osterferien vorgehen wollen. Und auch hier gilt, weil niemand, ich kenne jedenfalls niemanden, uns genau sagen kann, wie die Situation nach den Osterferien ist, dass man natürlich rechtzeitig wieder bewerten muss. Aber die Planungen auch für die Schulen laufen jetzt so, wie sie vorgesehen sind, die ganze Zeit. Meine Damen und Herren, zum Zweiten. Ich hatte Ihnen berichtet am Dienstag, dass wir uns sehr intensiv vorbereitet haben, was die Frage der Testungen angeht. Und wir haben auch Vorsorge getroffen und entsprechende sogenannte Selbsttests besorgt. Wir haben deshalb heute auch beschlossen, dass wir noch vor Ostern in 20 Schulen zweimal testen werden, die Situation, wie das eigentlich läuft mit den Selbsttests in den Schulen. Das ist eine sehr, aus meiner Sicht, notwendige und sinnvolle Maßnahme, damit wir dann, und das haben wir ja auch beschlossen, nach den Osterferien in die regelmäßige Testung einsteigen können. Und deshalb wollen wir vor Ostern diese Tests vornehmen. Und ich darf Ihnen sagen, der Kultusminister hat mir berichtet, dass er auch schon 20 Schulen hat, die an diesen Tests quer durch Hessen, unterschiedliche Schulen, damit man auch möglichst viel Informationen bekommt, teilnehmen werden. Wir haben darüber hinaus
die Situation zum Dritten, dass die übrigen Regelungen, die wir in Hessen haben, einstweilen weiter gelten werden. Wir werden die Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Montag, im Moment haben wir ja täglich eine, ich hatte gerade den ganzen Tag eine, morgen werden wir eine haben und am Montag dann die nächste. Und am Montag ist die Ministerpräsidentenkonferenz vorgesehen, den Arbeitsauftrag, den wir uns beim letzten Mal gegeben haben, zu entscheiden, nach dem Motto, wie geht es eigentlich weiter? Wie geht es weiter? Was passiert an Ostern? Und viele andere Fragen mehr. Wir werden als hessisches Kabinett diese Beratungen natürlich nicht nur mitgestalten, sondern wir werden schauen, was dabei herauskommt und werden anschließend bewerten, was das für Hessen bedeutet. Es macht für uns keinen Sinn, in den nächsten drei Tagen irgendetwas zu beschließen. Ich hatte mehrfach Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass vieles von den Dingen, um die es da geht, in einem Land, das von 6 Nachbarländern umgeben ist, vielleicht Sinn macht, dass man mal schaut, ob wir da einigermaßen zusammenbleiben. Zum Vierten. Wir haben bewährte Handlungsweisen, und das bleibt, dass die Kommunen die Möglichkeit behalten, dort, wo ein besonderes Geschehen ist, unmittelbar selbst gegebenenfalls auch weitere Maßnahmen zu ergreifen. Das ist nichts Neues, aber ich will bewusst darauf mal hinweisen, es macht Sinn, dass dort, wo etwas Besonderes ist, auch mit besonderen, gegebenenfalls auch zusätzlichen Maßnahmen reagiert wird. Zum Fünften, meine Damen und Herren, die weitere Entwicklung. Zu der weiteren Entwicklung gibt es eine ganze Reihe von Fragen, die ich sehr wohl kenne. Die Frage, wie geht es weiter mit Impfen? Was ist mit den niedergelassenen Ärzten? Was ist mit den Betriebsärzten? Wie geht es weiter an Ostern? Und was soll eigentlich alles passieren? Genau das muss in der nächsten Konferenz oder in der Serie, die jetzt vor uns liegt, beantwortet werden. Und ich will sehr zurückhaltend nur mal auf ein Thema eingehen. Sie, Herr Kollege Pürsün, haben gerade eben wieder gesagt, nehmen Sie doch endlich die niedergelassenen Ärzte. Prima. Ich hatte am Dienstag darauf hingewiesen, wir haben ein überragendes Interesse, sobald es irgend möglich ist, die niedergelassenen Ärzte und übrigens auch die Betriebsärzte, wir sind ja da schon ziemlich weit, jetzt laufen die einzelnen Firmen ein mit den Zahlen, wie viel sie haben, einzubeziehen. Jetzt lasse ich mal weg Ihre freundliche Einladung, nach Moskau zu fliegen oder nach Israel oder, ja, ist ja egal. Das lassen wir jetzt mal beiseite. Ich hätte gerne von Ihnen mal eine Antwort. Alle die Impfstoffe, die uns zugesagt sind, dass wir sie bekommen, sind verplant. Alle. Sie sind alle verplant. Und wie sind sie verplant? Sie sind so verplant, dass bis Ende April ganz konkret Bürgerinnen und Bürger unseres Landes einen Termin haben. Den haben die schon. Und sie sind froh, dass sie ihn haben, weil die Summe dessen, was wir haben, ist verplant. Und jetzt stehen Sie doch vor folgender Frage. Wenn alles, was Sie an Impfstoff zugesagt haben, fest verplant und persönlich auch zugeordnet ist, dann haben Sie eine denkgesetzliche Möglichkeit. Dann müssen Sie, wenn Sie jetzt die Ärzte breiter einbeziehen wollen, dann müssen Sie diejenigen, die bereits einen Termin haben, darüber unterrichten und sagen, Freunde, wir ändern das System. Die Mengen, die wir fest zugesagt haben, die nehmen wir ein Stück weg, damit man sie auf der anderen Seite den niedergelassenen Ärzten geben kann. Das kann man machen. Ich sage Ihnen, ich will das nicht. Menschen, die jetzt endlich einen Termin haben, Menschen, die endlich einen Termin haben, so brutal zu enttäuschen, das halte ich für falsch. Und dann haben Sie, wenn Sie jetzt nicht mit Israel oder so zaubert oder irgendwo Impfstoff herkriegen, haben Sie doch nur eine Möglichkeit. Wir brauchen zusätzlichen Impfstoff, damit wir so möglichst schnell, wie es irgend geht, diese Ärzte, die doch jeder vernünftige Mensch einsetzen will, damit wir denen nicht eine Dose hinbringen zu Demonstrationszwecken, sondern damit die möglichst viel impfen können. Und dann sind Sie bei der Frage, wo kriegen wir mehr Impfstoff her? Das ist doch das Thema, um das es überall geht. Und ich kenne auch von Ihnen und von Ihrer Partei keinen einzigen konkreten Vorschlag, wo wir den Impfstoff herholen sollen.
Lieber Herr Kollege Pürsün, Sie haben das ja in netter, teilweise humorvoller Weise gemacht. Heute Morgen haben wir wieder, ich weiß nicht, wie viele Stunden getagt. Da waren drei Regierungschefs dabei, die haben Regierungen mit den Freien Demokraten. Da waren zwei Regierungschefs dabei, die haben Regierungen mit Links und Grün und was alles möglich. Dann haben wir bunte, ja, dann haben wir bunte Geschichten und dann haben wir ein Land, das gewöhnlicherweise nicht gewöhnt sind, in Koalition zu regieren, Bayern mit Freien Wählern. Also es ist alles im Angebot. Und glauben Sie im Ernst, dass da keiner dabei ist, der noch nicht auf Ihre Idee gekommen ist, sag mal, was kannst du eigentlich machen, damit wir mehr Impfstoff kriegen? Sind die alle vernagelt? Sitzen die alle da nur und freuen sich, wenn jeden Monat das Gehalt kommt? Das ist doch Unsinn. Und jetzt wäre es doch schon mal ein ganz gutes Stück mehr, wenn wir den Menschen nicht permanent eine Banane vorhalten, von der doch jeder weiß, die Enttäuschung kann doch nur größer sein. Und zur Stunde erwarten wir hoffentlich eine Entscheidung der Europäischen Aufsichtsbehörde, was mit Seneca passiert. Wenn das nicht kommt, da hat auch keiner eine Idee, außer dass es noch länger dauert. Vorhin haben wir mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Frau von der Leyen, lange gesprochen. Die hat uns dann alles Mögliche vorgetragen. Und dann hat ein Kollege gesagt, wie ist es denn, haben Sie mit den Amerikanern gesprochen, dass von Johnson & Johnson uns irgendwas mitgeliefert hat? Schlichte Antwort, ja, machen die aber nicht. So, jetzt können wir hier im Hessischen Landtag mit allen Stimmen beschließen, dass wir das doof finden. Ist aber so. Dann hat die Kommissionspräsidentin mitgeteilt, dass AstraZeneca mitgeteilt hat, dass im zweiten Quartal schlichtweg nur noch die Hälfte kommen soll. Und dann hat sie uns erklärt, dass sie Schadenersatz geltend machen und alles Mögliche. Das hilft uns hier leider gar nichts. Und zum Dritten, da können wir stolz drauf sein. Die größte Hoffnung für alle ist Marburg, dass BioNTech immer mehr produziert. Und ich finde es bemerkenswert. Die haben jetzt gesagt, dass sie im Sommer in der Lage sein würden, 1 Milliarde Dosen zu produzieren. Super. Hilft uns aber im Moment nicht. Ich kriege gerade vom Chef der Staatskanzlei die Eilmeldung, also EMA hält AstraZeneca für sicher und zuverlässig. Das ist schon mal gut. Jetzt hoffe ich, dass das Paul-Ehrlich-Institut auch zu dem Ergebnis kommt. Und dann wird heute Abend oder morgen der Bundesgesundheitsminister sagen, okay, dann machen wir das. Das ist meine Hoffnung. Und dann darf ich Ihnen sagen, ich habe mit Kollegen Beuth vorhin noch einmal gesprochen, wir sind in der Lage, ab Samstag dann dieses AstraZeneca wieder zu verimpfen. Das heißt, wir können dann sehr gut und schnell weitermachen. Und das ist auch richtig. Ich bin kein Mediziner. Aber wenn ich mal drankomme und mir irgendeiner AstraZeneca sagt, das kriegst du jetzt, das würde ich sofort nehmen. Wir müssen das machen. Dieses ganze Hin und Her, das ich nicht würdigen will im Sinne von wissenschaftlich gut oder schlecht, das steht mir nicht zu. Aber eins ist doch wahr, es führt zu einer tiefgreifenden Verunsicherung in der Bevölkerung. Und ich sehe es als meine Aufgabe an, als Ministerpräsident dieses Landes für diese Impfung zu werben, weil jede Impfung ist besser, als ohne Schutz zu bleiben. Und deshalb, meine Damen und Herren, ich wollte Sie unterrichten und ich will natürlich auch, weil Sie das ja auch nebenbei angesprochen haben, ein Wort sagen, ein offenes Wort. Wie geht es an Ostern weiter und viele andere Dinge? Was passiert mit den Reisen? Ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, nachdem das Auswärtige Amt erklärt hat, Mallorca ist kein Risikogebiet mehr. Das ist aus der Systematik wahrscheinlich alles nachvollziehbar. Was niemand mehr in diesem Land versteht, ist allerdings, dass ganz viele nach Mallorca fahren können. Aber wenn jemand auf die Idee kommt, eine Ferienwohnung in der Rhön oder in Waldeck sich anmieten zu wollen, dass das zurzeit nicht möglich ist, meine Damen und Herren, das versteht niemand, und das müssen wir lösen, diese Probleme.
Also, es bleibt dabei. Wir haben eine höchst dynamische Lage. Wir haben eine ganze Menge von Unsicherheiten und Ungewissheiten. Und wenn das so ist, müssen wir alle gemeinsam kühlen Kopf bewahren. Es bleibt dabei, es ist Vorsicht geboten. Es muss dabei bleiben, dass wir schrittweise vorgehen. Und bei allem Verständnis, dass jeder sich wünscht, dass er doch genau weiß, wann was ist, dies ist zurzeit nicht möglich. Und so sehr ich mir wünsche, dass insbesondere auch das Gastgewerbe mal wieder arbeiten kann, ich kenne überhaupt niemanden, der sich das nicht wünscht, wollten Sie das verantworten, jetzt in einer Situation, wo es steil hochgeht? Wir sehen unsere Hauptaufgabe darin, alles so zu richten, dass wir jetzt durch Unvorsichtigkeit nicht in eine Situation kommen, dass der Ausnahmezustand immer länger dauert. Ich möchte der Bevölkerung ausdrücklich danken für ihr Verständnis und auch für die Geduld. Und ich möchte die Bevölkerung ausdrücklich bitten, auch weiter Verständnis und Geduld aufzubringen. Ich weiß, das ist nicht einfach. Aber ich versichere Ihnen, meine Damen und Herren, wenn wir das jetzt tun, dann werden wir alle gemeinsam davon profitieren. Und deshalb, wir bleiben besonnen, und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Das waren 16 Minuten. Das heißt, die Opposition bekommt 5 Minuten dazu, nur für ihre Perspektive. Aber als Nächstes hat Herr Dr. Bartelt von der CDU das Wort. 10 Minuten. Bitte schön. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Bevor ich zum Antrag der FDP Stellung nehme, möchte ich ganz kurz etwas zum vorübergehenden Aussetzen der Impfung mit dem Wirkstoff AstraZeneca sagen. Ich bin sehr froh, und wir sollten alle sehr froh sein, dass wir heute die Entscheidung, die Äußerung der EMA in Amsterdam haben, dass der Wirkstoff AstraZeneca zuverlässig ist und dass wir unmittelbar, unverzüglich wieder mit dem Impfen beginnen können und dass die Menschen, die Termine haben, diesen Termin auch wahrnehmen können. Es ist richtig, dass hier noch so geringe Nebenwirkungen, unvorhergesehene Ereignisse vom Paul-Ehrlich-Institut und von der EMA überprüft sind. Ich bin der festen Überzeugung, dass dies langfristig nicht verunsichert, sondern ganz im Gegenteil. Das schafft Vertrauen, Transparenz, Überprüfung, Entscheidung. Im vorliegenden Antrag der FDP soll der Landtag nun feststellen, dass im Ranking der Bundesländer die Impfquote in Hessen im unteren Drittel liege, die alten Menschen beim Impfen zu wenig Unterstützung bekommen und die Belange von Kindern und Jugendlichen nicht ausreichend berücksichtigt werden, so der Antrag. Das kann durch Fakten wirklich leicht widerlegt werden. Und da ich dafür gar nicht die 10 Minuten brauche, möchte ich darüber hinaus darlegen, dass wir Ende des zweiten Quartals ausreichend Impfmengen haben werden, um alle impfen zu können. Wir müssen daher schon jetzt die kritischen Fragen beantworten, um möglichst viele dann vom Sinn des Impfens zu überzeugen. Meine Damen und Herren, nach Angaben des Innenministeriums liegt die Impfquote gestern bei 7,9% in Hessen. Der Bundesdurchschnitt ist 7,8%. Das heißt, wir liegen exakt im Durchschnitt. Wir haben uns im Vergleich zu anderen Bundesländern daran gehalten, die Hälfte der Impfdosen für die zweite Impfung zurückzulegen.
Die Anzahl der Impfungen und die Quote werden in den nächsten Wochen also deutlich steigen. Die Liefermengen werden erhöht. Der Anteil der zurückzulegenden Dosen wurde nach Empfehlung des Bundes auf 20 bis 25% reduziert. Die Impfungen werden in den 28 Impfzentren und zusätzlich in 50 ausgewählten Arztpraxen durchgeführt. Wir liegen also nicht im letzten Drittel. Wir sind jetzt punktgenau in der Mitte. Und ich sage Ihnen, wir werden bald im ersten Drittel sein im Ranking der Bundesländer. Bundes- und hessenweit gehen die Infektionsraten, die schweren Krankheitsverläufe und die Sterbefälle bei alten Menschen deutlich zurück. So konnte die FAZ am 27. Februar titeln: Corona-Impfungen retten Senioren. Von Anfang Februar bis Anfang März ging die Inzidenz in dieser Altersgruppe von 200 auf 70 zurück. Entsprechend sank auch die Zahl der Todesfälle. Wir trauern um die vielen Toten im hohen Alter, und wir haben großes Mitgefühl für die Menschen, die lange Zeit ohne Kontakt mit ihren Lieben waren. Deshalb haben wir in den Ländern Europas die alten Menschen bei der Impfstrategie bevorzugt. Andere Staaten mit autoritären Regimen taten dies nicht. In Hessen und im Bund ist diese Impfstrategie für die Menschen, die Impfzentren aufsuchen können oder die in Alten- und Pflegeeinrichtungen leben, sehr erfolgreich. In Hessen sind 90% der Bewohner von Altenheimen geimpft, Stand 10.3., meine Damen und Herren. Der Sprecher der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände Schmidt erklärte, er schätze, dass alle Bewohner, die dies wollten, die Zweitimpfung bereits erhalten haben. Der Vorwurf des Antragstellers, die Alten- und Pflegeheime hatten lange Zeit nicht ausreichend Unterstützung seitens des Landes, ist daher einfach nicht berechtigt. Die Entscheidung über die Öffnung von Schulen und Kindertagesstätten ist immer eine sensible Abwägung. Schule vermittelt nicht nur Wissen, sondern prägt Sozialverhalten und Entwicklungen von Gesellschaft. Und dem wird der Dreiklang Impfen, Testen und Öffnen auch gerecht. Und die Botschaften der letzten Wochen haben Planbarkeit für die Eltern und für die Schulen gegeben. Es war klar gesagt, wann wir unter welchen Bedingungen öffnen. Wir können zwar nicht die Inzidenzzahlen voraussagen, aber wir können den Menschen sagen, was passiert, wenn die entsprechenden Daten vorliegen. Und genau das hat der Ministerpräsident jetzt auch durch seinen Vortrag gemacht. Bedauerlicherweise mussten hier Maßnahmen, die wir an sich geplant haben, aufgrund der Inzidenzzahlen verschoben werden. Aber das Ganze ist planbar und transparent für die Bevölkerung unseres Landes. Der Bund wird in Hessen im zweiten Quartal 5,8 Millionen Impfdosen liefern. Bundesweit werden im zweiten Quartal 77 Millionen Impfdosen geliefert. Die Hersteller BioNTech, Moderna und AstraZeneca werden die Produktion erweitern. Bundesweit hält es die Kassenärztliche Bundesvereinigung für möglich, dass der impffähige Teil der Bevölkerung bis August geimpft werden kann. Die aktuelle Frage, wer wird prioritär geimpft, wird in 4 Monaten wahrscheinlich durch die Frage, wie überzeuge ich den Rest der Menschen, sich impfen zu lassen, ersetzt werden. Wir müssen die Menschen auf dem Weg zur Herdenimmunität einfach mitnehmen. Wir müssen weiter erklären, warum die Impfstoffe der neuen Technologie Messenger-RNA trotz eines kurzen Zulassungsverfahrens absolut sicher sind. Die 3 Phasen wurden nicht nacheinander, sondern fast parallel durchgeführt. Es wurde frühzeitig mit der Produktion begonnen. Dies war möglich, weil die Abnahme garantiert worden ist. Die Technologie war darüber hinaus den speziellen Herstellern durch die Entwicklung von Immuntherapien von Krebserkrankungen bereits bekannt. Wir müssen jetzt auch erklären, nachdem jetzt hier die EMA die Entscheidung hinsichtlich AstraZeneca getroffen hat, dass der Impfstoff von AstraZeneca kein zweitrangiger Impfstoff ist. Er wird durch die seit Jahrzehnten bekannte Vektorentechnologie hergestellt. Viele Menschen wurden verunsichert, weil unterschiedliche Wirkquoten veröffentlicht wurden.
Der Leiter der Ständigen Impfkommission, Prof. Mertens, stellte kürzlich in einem FAZ-Interview klar, dass die Erfolgsquoten der Impfstoffe hinsichtlich der Vermeidung schwerer Krankheitsverläufe und hinsichtlich der Todesfälle bei beiden Technologien annähernd gleich ist. Es war im Nachhinein vielleicht ein Fehler, dass sich Deutschland nicht gleich dem Votum der EMA in Amsterdam angeschlossen hat, diesen Impfstoff für alle Altersgruppen zuzulassen, was jetzt aber geschehen ist, meine Damen und Herren. Es ist weiterhin klarzustellen, dass die mRNA und die Vektorenimpfstoffe keine Lebendimpfstoffe, sondern Totimpfstoffe sind. Sie können also selbst bei einer Immunschwäche, die vor dem Impfen vielleicht nicht bekannt war, keine dem Virus ähnlichen Symptome auslösen. Das muss klargestellt sein im Vergleich zu anderen Lebendimpfstoffen, wie z. B. bei der Masernimpfung. So wird von der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie in einem Schreiben vom 11.02. an ihre Mitglieder, Ärzte und betroffene Patienten, auch klargestellt, dass eine Impfung auch bei rheumatischen Erkrankungen oder Autoimmunerkrankungen ausdrücklich empfohlen wird. In Einzelfällen wurde sogar hinzugefügt, dass aufgrund der veränderten Immunreaktion eine dritte Impfdosis empfohlen in Erwägung gezogen werden sollte. Ich glaube, wenn wir diese Argumentation den Menschen gemeinsam vermitteln werden, dass wir dann auch auf eine solche Akzeptanz in der Bevölkerung stoßen, dass das, was theoretisch möglich ist, allen Menschen bis Ende August ein Impfangebot zu unterbreiten, dann auch realisiert werden kann. Hessen leistet weiter seinen Beitrag zur Abwägung von Gesundheitsschutz und vorsichtigen Öffnungsstrategien, überlegt zu handeln und besonnen zu bleiben. Wir danken all den Menschen, die die Einschränkungen in der großen Mehrheit so akzeptieren. Wir danken allen, die die Impfungen organisieren, insbesondere den Kommunen, den karitativen Organisationen und im Benehmen in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Bartelt.